Kommst du wieder zurück? Kommst du wieder zurück? Kann die Hälfte wieder dahin und die kommen dann wieder hier drauf und dann können die wieder dahin, dann kommen die hier drauf und dann können die wieder da drauf. Und dann könnten wir theoretisch hier nochmal eine Schaufel mitnehmen, wobei ich das jetzt gerade gar nicht möchte. So. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen irritiert und noch nicht noch unschlüssig. So rum ist die richtige Formulierung. Unschlüssig, was ich jetzt gerade noch machen möchte. Ich meine, ich könnte theoretisch hier halt Brücken bauen. Okay. Dann bauen wir hier halt erstmal Treppen. So. Zack, zack. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal Treppe. So, da können wir uns theoretisch ein bisschen in die Tiefe hauen. Das war einer zu viel. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. So, die Kohle will ich eigentlich da weg haben. Die Kohle wollte ich eigentlich da oben wieder in den Dinger. Pass mal auf. So. In den Ofen hauen wir die Kohle nochmal rein. Genau, ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts. Kistentechnisch auch nicht so drall. Okay. Habe ich nicht Tweaks gehabt? Sollte der mir nicht wieder auffüllen? So, dann müsste ich da eigentlich wieder voll machen und dann müsste ich da wieder auf 2 gehen. Gut, und dann können wir eigentlich hier. Der ist okay. Den will ich weg. Den will ich weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Und der kommt weg. Und der sowieso. So. Genau, wunderbar. Dann können wir das einfach so zumachen. Den anderen, den macht man dann ja quasi, wenn man dann halt von oben runterkommen. Ja, so.
So, da habe ich gerade ein bisschen an meinem Auge rumgefummelt, weil es mir so Spaß macht. Nee, den will ich behalten. So, und dann würde ich da vielleicht auch noch einen reinhauen. Genau. So. Kannst du weg? Ja, kam da runter. Wunderbar. Weiß, beim ersten Ding habe ich es ein bisschen anders gemacht. Da bin ich nämlich einen weiter nach unten. Also da habe ich einen weiter oben durchgegraben. Okay, und jetzt geht's auch wieder. Alles klar. So, aber jetzt gerade machen wir das halt so. So, und dann bin ich gerade mal am Überlegen, ob ich hier jetzt nicht schon wieder Steine reinhauen. Zack, zack, immer das Gleiche. Dumm. Okay, nicht weit genug rein offenbar. Und du. Gut, also 20 hätte ich noch. Das heißt, wir können theoretisch hier reingehen. Da einen Umweg nach oben machen. Also ich würde das eigentlich echt gern mal wissen. So. Ja gut. Nee, der passt nicht. Okay, also wenn ich ja hier meine Standardvorgehensweise hätte, dann wäre das ja so. Eigentlich noch ein nach innen, der da von mir aus auch, warte mal. Nee, der nicht. Das wollte ich gerade gar nicht. Da wollte ich eigentlich auf 7 gehen. Und sowas sagen. Ja, sowas wollte ich nicht sagen. Okay, also wir können hier mal theoretisch ein entweder damit wir es haben. Einfach damit wir hier ein bisschen auf der sicheren Seite sind und nicht down so runterfallen müssen. Können wir hier mal so ein bisschen Steine zugleichern. Genau. So, das ist jetzt völlig ungeachtet deswegen, dessen, ob ich hier wirklich dann auch noch so ein Gezuppel haben möchte. Also, weil eigentlich will ich diese Stein-Dingsbums hier nicht haben in der Mitte. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gehen wieder auf 7. Wir machen Shift.
Wir sagen zack. Ja, wunderbar. Okay, dann würde ich jetzt sagen so und ausgezeichnet. So, und wie gesagt, also die will ich eigentlich da weg haben, weil das ja nach meinem Verständnis so sein müsste. Ich meine, abgesehen davon, dass die Dinge einer zu weit unten ist, aber so, ich würde dann sagen 7, genau. Und zack, das reicht für den Anfang. Und da haben wir das irgendwie so, dass ich hier eigentlich einmal außen rum will. Also ich will einmal um die Lava außen rum. So darf das sein. So, dann hauen wir dich mal weg. Dich. Du darfst da bleiben, das ist okay. Du kannst weg und du kannst weg. Du und du auch. Genau. Das ist völlig in Ordnung. Dann kann der weg und der weg und der weg. Der Weg, warum will ich da außen rum? Ich will einfach außen rum, damit ich mir dann einen Überblick verschaffen kann. Genau, das habe ich mir gefürchtet. So, das heißt da hinten. Erstmal muss da einer hin und da. Dann muss da einer hin und da. Und dann muss wieder da einer hin. Kann der weg und der weg. Dann kann nämlich der auch weg. Genau. So, und dann würde ich den da mal wegmachen und den da mal wegmachen. Gut, danach haben wir schon wieder festgestellt, das mit dem Außenrumgehen wird nicht ganz so einfach. Da müsste ich vielleicht wirklich auf Höhe gehen. Das kann man machen. Also das ist ja nicht das Problem. Das einzige Problem, das wir haben, ist, wenn es auf Höhe gehen dazu führt, da würde ich vielleicht da rein wollen. Genau. Da und das wäre so. Dann machen wir die drei noch. Und dann können wir den da wegmachen und den da. Kohle haben wir da auf jeden Fall genug. So, wie gesagt, das einzige Problem ist, wenn das auf Höhe gehen bedeutet. So, dann wäre das der. Der, der. Der, der.
Wie gesagt, das einzige Problem, das wir halt haben, ist, wenn auf Höhe gehen bedeutet, dass wir auf Lavaniveau kommen. Okay. Da ist aber erstmal nichts. Das heißt, wir können es hier alles raushauen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich machen möchte. Ich möchte halt eigentlich von meinem Niveau her auf dieser Kante sein. Ja, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwas von dem, was ich hier treibe, reinläuft. Dahin, wo ich gerade stehe. So. Versteht ihr? Ich bleibe einfach immer oben. Beziehungsweise ich bleibe einfach immer drüber. Die hätte ich eigentlich dran lassen können. Und so habe ich die Möglichkeit, wirklich 1 zu 1 außen rum zu laufen. Also den da rein, das ist ja dann zack, zack, die Diagonale. Und dann kann man das raushauen. Okay. Dann würde ich hier sagen, ah ne, die hier sind's.